Hallo, meine Genossen und Genossinnen, ich habe die Tage schon auf das erste der beiden Telegram-Videos von Leon Electronic reagiert und jetzt reagiere ich auf das zweite. Ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird wieder wild. Fangen wir einfach an. So, hallo Leute, ich habe mich wieder gefangen. Man beachte, Leon ist wieder stark angetrunken. Einigermaßen. Das hier ist mittlerweile mehr als genug Bier für heute, aber es muss rein, denn wenn man so fertig gemacht wird wie ich, da muss man sich einfach nur noch zulöten. Erstens, Leon wird nicht fertig gemacht. Und zweitens, Alkohol sollte man nicht als Antidepressiva nutzen, nur weil es einem gerade schlecht geht. Denn scheißegal auf das Leben, denn ein ruhiges Leben hat man nur, wenn man irgendwann die Leber verliert. Prost. War das jetzt eine Drohung, sich tot zu saufen? Aber das hat jetzt Nebensache. Nein, hat es nicht, Leon. Lieber Wingelwongel, der hier ja die ganze Zeit schreibt, der Wingelwongel. Grüße gehen raus an den Wingelwongel. Bin ich ja mittlerweile auch schon beim Get Bayer auf dem Livestream, den sogenannten Viper. Man beachte dieses Aufstoßen. Leon hat sich ja gut getankt. Den Livestream kennengelernt habe. Er hat gerade geschrieben, dass er eine OP vor sich hat und ich muss echt sagen, alle Achtung, mein Freund. Ich wünsche Wingelwongel alles Gute für diese Operation. Eine OP ist nichts Schönes. Ich rede auch aus Erfahrung, ich hatte auch schon eine OP, das ist aber eine längere Geschichte, was da mit mir los war. Und mich würde das brennend interessieren. Darüber möchte ich nicht erzählen, das bitte ich zu respektieren, auch an die Zuschauer, die dieses Video gleich sehen. Denn es ist eine so lange Geschichte, da würdet ihr nach 5 Stunden noch nicht mal fertig sein. Das ist wieder so eine Notlüge von Leon. Wahrscheinlich hatte Leon eine Phimose oder eine Lageanomalie und will deswegen nicht darüber reden. Mit dem Video, deswegen ist es besser, wenn man sich das persönlich anhört und mich privat trifft. Dass Leon einem belügen kann. Um auch einfach auch mal die Hintergründe zu erfragen und auch einmal zu sehen, wie ich wirklich bin. Ich glaube, dein wahres Gesicht hat man schon oft genug gesehen. Jetzt aber mal auf dich zu kommen, lieber Wingelwongel. Es ist sehr lieb, dass du mir beistehst in der schwierigen Situation, in der ich mich gerade befinde. In dieser Zwickmühle zwischen Umgehen mit Toten und Umgehen mit dieser Cybermobberei. Gelogen ist meiner Meinung beides. Leon wird nicht gemobbt und es ist auch niemand in Leons Leben gestorben. Den Beleidigungen und der Hetze über mich im Internet. Danke, dass du mir so beistehst. Was ist mit Leons Hetze gegen Markus Söder? An die denkt wieder keiner. Und dir, mein lieber Wingelwongel, dir schicke ich ganz, ganz liebe Grüße und bitte. Und ich bitte dich, bleib so wie du bist. Und ich wünsche dir für deine OP alles erdenklich Gute. Bitte übersteh sie gut. Ach, Leon, dieser Heuchler. Darum bete ich für dich, dass du diese OP überstehst und dass danach für dich ein neues Leben beginnt, ohne Narben und ohne irgendwas, wünsche ich dir nun. Und ich hoffe, es beten alle mit. Ich kaufe Leon nicht ab, dass er jetzt religiös geworden ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unsere Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Denn deine ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit. Es heißt Herrlichkeit, nicht Ehrlichkeit, Leon. In Ewigkeit. Amen. Hat das Leon extra auswendig gelernt? Ich wünsche dir, mein lieber Wingelwongel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine erfolgreiche OP. Hab nicht zu viel Narben, überstehe sie gut und komme heile wieder. Ich halte ja nicht viel von Religion, denn Religion ist Opium fürs Volk. Das wusste schon Marx. Und ich wünsche jedem Menschen da draußen, dass er sich nicht gesundheitlich irgendwie schädigt. Steht auf und macht aus eurem Leben das Beste. Sagt wieder der, der sich total besoffen hat. Das ist das Sinnvolle. Und ja, ich bin wieder nüchtern. Warum? Ich hab einen Kaffee getrunken. Mehr als 3 Tassen. Nein, deswegen bist du nicht nüchtern. Das ist nur ein Mythos, dass man durch Kaffee trinken wieder nüchtern wird. Ich meine, du bist doch noch offensichtlich immer noch richtig betrunken. Ich habe gerade liebevolle Zuneigung gekriegt, auch von meinen lieben Eltern. Was soll das jetzt wieder heißen? Hoffentlich nichts Sexuelles, aber in Franken bin ich mir da nicht so sicher. Das baut auf. Und deswegen kann ich jetzt auch noch gut im viele Münz nüchtern bezeichnen. Ich bezeichne mich als leicht angeschwipst. Leon ist doch richtig voll. Aber ich sage es trotzdem ehrlich. Lieber Wingelwongel, bitte, bitte komm mir heil aus der OP. Bitte. Wieder dieses Geheuchele von Leon. Und steh mir bei. Steh mir bei. Denn es wird Menschen, so viele Menschen Unrecht widerfahren, die sie nicht verdient haben. Okay, aber du Leon machst vielen Leuten auch Unrecht. Wie zum Beispiel Renate, dieser Rentnerin. Irgendwelche Menschen gibt es, die geben sich auf. Nach einigen Zeit, nach einigen Jahren. Manche suchen das Glück. Und ich zeig's euch jetzt. Ich trinke davon nicht mehr. Na gut, für den Wingelwongel trinke ich noch eins, weil ich möchte, dass er vernünftig rauskommt. Ich glaube ja nur für die Sucht. Dieses Bier mag zwar ein guter Hopfen sein, aber dieses Bier ist sehr leberschädigend. Dann such dir doch bitte Hilfe, Leon. Und davor kann ich warnen. Ich habe meinen Opa durch einen Leberschaden durch Alkohol verloren und dadurch weiß ich, wie schlimm Alkohol sein kann. Deswegen trinke ich diese Feierabendmaßbier auf euch alle. Feierabendmaß um 3.20 Uhr. Ganz außer Acht gelassen, dass Leon nicht arbeitet. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ich heute einen über Durst habe, verzeiht mir das. Irgendwann bin ich als Mensch auch an meinen Grenzen. An meine Grenzen gekommen. Und an diese Leute, die Sexismus oder anderen Zeug im Kopf haben, ich meine, die müssen es sich jetzt im Beisein von mir auslassen. Weiß Leon überhaupt, was Sexismus ist, oder wirft er wieder einfach mit Wörtern um sich? Denen kann ich nur eins ans Herz legen. Zieht euch das YouTube-Video von DJ Robin Schürze Laila hinein. Da habt ihr eure 6 Monate. Was hat das jetzt schon wieder mit Leon zu tun? Weiß wieder keiner. Und zusammen holt euch dabei einen runter und dann hoffentlich geht's euch besser. Und in diesem Sinne möchte ich weiterhin nichts mehr von Sex hören. Du bist ja noch Jungfrau. In diesem Sinne, zum Wohl an alle Hater, zum Wohl Arschlochtreiber und Drecksautreiber. Leon hat wirklich Glück, dass er eine Upload-Sperre hat, sonst wäre sein Kanal schon längst von YouTube gebannt. Er kann sich einfach nicht zusammenreißen. Ja, dieser Mann hat mich so weit getrieben, dass ich
Mittlerweile mehr saufe, als mir lieb ist. Dieser Mann hat mich dazu getrieben. Nein, weil du psychische Probleme hast und du das jetzt mit Alkohol ausgleichst. Ich bin nicht schuld, dass du säufst wie ein Loch. Das kann ich beweisen, denn sogar mein Psychologe hat es festgestellt. Leon, das ist doch wieder gelogen mit dem Psychologen. Es ist traurig, dass ein Mensch wie ich, der jetzt dieses Jahr 26 wird, schon einen Psychologen braucht. Ich auch, und jetzt? Das ist traurig, aber so ist nur mal die Realität. Und Frank Treiber und alle anderen Hater und alle anderen Minderjährigen und vom Arschfurzer am Nürnberger Hauptbahnhof, habt ihr gut gemacht, ne? Findet ihr das toll? Findet ihr das toll? Ihr Schulabbrecher. Hat Leon überhaupt einen Schulabschluss? Findet ihr das toll? Geht aber in die Schule und lernt mal richtig, jetzt nach einer Ausbildung. Leon, was redest du wieder? Du hast doch selbst keine Ausbildung. Oder nach einer festen Bildung, ihr Drecksäcke. Bildung hast du auch keine. Anstatt sich hier über andere Menschen abzukotzen, die ihr persönlich gar nicht kennt. Und irgendwann stehe ich vor euren Eltern. Und dann seid ihr Messerschneide. Ist das jetzt wieder eine Morddrohung von Leon? So. Jetzt die Schluss mit lustig. So, Leute. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen Wingelwongel. Lieber Wingelwongel, das bezieht sich nun auf dich, mein Guter. Komm. Komme bitte gut durch die OP. Ich bitte zum Vater des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass er dich sauber durch diese OP führt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Vernünftigen und als... Schon wieder nur am Rumheucheln, dieser Leon. Als lustige und friedliche Menschen, die richtig mit einem Lächeln durchs Leben gehen können, wenn wir uns treffen. Du wirst mit mir eine schöne Freundschaft haben. Leon, das glaubst du doch nicht selbst. Davon kann der Viper und auch andere Menschen eine Geschichte dazu erzählen. Wie lange die Freundschaft noch hält mit Gerd, ist mehr als fraglich. In diesem Sinne, Servus, habe die Ehre. Das war's von heute Nacht. Wir haben es gleich 3:30. Jetzt gehen bitte sofort alle ins Bett, denn... Ich habe es gesehen, das Profilbild ist von mir, also bin ich der Chef dieser Gruppe. Du bist der Chef von gar nichts. Alle ins Bett und schlafen. Wer nicht spurt, kriegt das hier von mir. Jetzt auch noch eine Gewaltandrohung. Es nimmt kein Ende. Ein Arsch versohlt. Wie ein kleines Kind. Das war sicher Horst-Erziehungsmethoden. Einfach so rückständlich, wie man sich Franken vorstellt. Und ist er noch so blau? In diesem Sinn. Ab ins Bett. Es ist Nacht. Ja, Leon, wieso bist du noch wach? Beweis. Beweis. Gute Nacht. Gute Nacht, Leon. Leon hat mir gestern Morgen um 5 in der Früh wieder einer seiner berüchtigten Sprachmemos geschickt. Auf die werde ich auch in den nächsten Tagen reagieren, so viel kann ich wieder versprechen, es wird wieder wild. Ich wünsche euch noch was, euer Frank.